Digga, was passiert, wenn wir hier google.exe eingeben? Das glaubt mir doch kein Mensch. Yo Leute, was geht ab? Heute mal ein ganz, ganz anderes Video. Wir spielen heute google.exe. Es gibt ein Google-Programm im Internet, was sehr, sehr merkwürdig ist. Und ich habe es mir hier runtergeladen. Dazu gibt es einen Detail, die man lesen muss und die Anwendung selbst. Ich werde mir zunächst einmal die Datei durchlesen. Oh, Digga, was steht hier? Warnung. Es ist etwas falsch mit Google. Google ist anscheinend sauer, Leute. Irgendwas ist in diesem Programm, das den Anwender nicht mehr loslässt. Es gibt kein Zurück mehr. Egal, wo du hingehst, du wirst nur Angst spüren. Oh, scheiße, Leute. Ja, ich sag euch ganz ehrlich, Mann, das sieht für mich ganz klar nach einem Fall für Sherlock Denno aus. Ja, ich habe jetzt hier meine Detektivmütze auf. Meine, keine Fake-Zigarre. Okay, und wir werden das Programm natürlich jetzt einmal starten. Und ich bin sehr gespannt, was uns erwartet. Lasst ein Like da, wenn ihr Bock auf das Format habt und let's go. So, wir haben Google aufgemacht. Wir haben jetzt die Möglichkeit, nach irgendwas zu suchen oder zu sagen, ich fühle mich glücklich. Leute, also, ich fühle mich auf jeden Fall glücklich. Oha, wie glücklich bist du? Okay, ich bin sehr glücklich. Anscheinend nichts passiert. Okay, gut. Ich suche mal nach Paluten. Wir gucken mal rein. Es lädt. Wir haben auf jeden Fall nichts gefunden. Wenn ich jetzt nach Denome suche. Paluten ist ja sehr unbekannt. Auch nichts. Okay, wir haben jetzt hier. Was sind denn. Warte mal, was sind denn das hier für Links? Über Google. Google hat ein neues Update veröffentlicht. Sicher und stabil. Für mehr Informationen den Gmail-Account besuchen. Okay, Leute, ich habe einen Gmail-Account. Ich besuche mal den Gmail-Account. Ich soll mein Passwort ändern. Oh. Hallo? Was ist das denn jetzt? Hallo? Google kann mein Username lesen. Also muss ich den nicht reinpacken. Ich soll nur mein Passwort eingeben. Halt die Schnauze, Google. Oh, google.exe, neue Nachricht. Ich habe hier eine neue Nachricht, Leute. Ich klicke mal drauf. Zum Opfer. Hallo. Es ist schön, dass du diese E-Mail ansiehst. Ich möchte alles über dich wissen, wenn du dich das erste Mal bei Google anmeldest. Wenn du mich fragst, ist es okay. Ich kann deinen Google-Account scannen. Wenn du keinen hast, ist das auch okay. Ich kenne deine Identität. Hochachtungsvoll. Das ist rückwärts geschrieben und falsch herum. Das Google-Team. Klick die Nachricht, um es zu verlassen. Okay. Hier fehlt jetzt etwas. Ich war hier nicht eben noch was. Hallo? Gott. Was war das für ein Geräusch? Ich gehe mal aufs Google-Update, Alter. Vielleicht brauchen wir ein neues Update. Willkommen zur Version 666. Hä? Junge, was geht denn hier ab? Heiliger Bimbam! Okay. Ich kann da draufklicken, Leute. Was ist das? Leute, ich würde sagen, die goldene Mitte ist es, oder? Alles cool. Programm hat sich geschlossen. Hä? Ich bin hier. Du hättest das nicht tun sollen. Dein Ende ist nah. Guck hinter dich. Da ist nichts. Okay. Das Google-Update haben wir jetzt irgendwie gemacht. Hat das Ding jetzt geupdatet? Also es ist ja immer noch kaputt. Wir gehen mal auf Google Earth, Leute. Wer kennt's nicht? Wir sollen ja nach irgendeiner Location suchen. Na, dann mach ich doch mal Itzehoe, mein Heimatort. Ein Fehler ist aufgetreten. Die Location, nach der du gesucht hast, existiert nicht mehr. Fehlende Location. Sie existiert nicht. Digga, mach das zu! Ich gehe wieder rein, Leute. Okay, wir sind wieder zurück in dem Menü. Google Earth.
Hat Itzehoe in die Luft gejagt. Oh Gott, Leute, ich gehe mal auf Google Fotos. Okay, wir haben hier verschiedene Bilder. Das ist doch okay. Kann ich auf diese Bilder raufklicken? Reloading, er lädt nochmal. Wow! Okay, wer war er denn, Alter? Ganz Krise. Oh. Was hat er da gerade gesagt? Geh mir nicht auf den Sack, Junge. Okay, ich gehe mal in die Google-Einstellung, weil definitiv ist hier was mit dem Programm kaputt. Die Einstellungen wurden von dem Eigentümer deaktiviert. Bitte kontaktiere den Administrator oder versuche es später erneut. Was? Das Ding ist weg. Junge, ich muss erstmal nach YouTube googeln. Tim Herten? Tim Herten. Der Kanal, für den du gesucht hast, wurde gebannt von YouTube. Was ist das denn hier? Was ging denn da gerade ab? Alter Leck. Habt ihr das Geräusch gehört? Ich habe nichts gemacht. Gar nichts. Also YouTube können wir auf jeden Fall knicken. Tim Herten ist schon mal ein sehr interessanter Name. Ich werde den Detektivblock eröffnen und wir schreiben uns Tim Herten einmal auf. Das war der Kanalname hier. Wir gucken uns Azurion.com an. Was ist das für eine Seite? Systemsicherheit. Willkommen zu Azurion. Ein Schutz, der dir hilft, deinen Computer online schneller zu machen. Klicke Scan, um irgendeine Infektion zu finden. Wir lassen es dich wissen, wenn du eine Antivirus-Software brauchst. Ja, scannen wir doch mal. Also ich denke, ich habe kein Virus auf dem PC. Bruh. Wir sind wieder zurück in den Einstellungen, Leute. Ask.com. Ja, dann frag ich doch mal nach, was ist denn da Phase? Ich wollte was eingeben. Was ist mit Tim Herten passiert? Wir haben Tim Herten hier immer noch notiert, Leute. Oha. Beweislage von Tim Herten. Was ist da passiert? Ask.com ist offline. Ich kann nichts eingeben, Leute. Ich kann nichts eingeben. Yo, dieses Programm. Was ist denn da los? Digga, was passiert, wenn wir hier Google.exe eingeben? Das glaubt mir doch kein Mensch. Was ist denn da los? Das sieht aber nicht so gut aus. Okay, Leute. Google. .exe eingeben, Darknet. Wir sind anscheinend im Darknet. Jetzt wird's interessant. Wir sind der ganzen Sache auf der Spur. Es geht um Tim Herten. Wir haben hier anscheinend Möglichkeiten, mit diesem neuen Programm irgendwas zu lösen. Was wäre denn, wenn wir uns erstmal durch die Einstellung klicken? Ich fühle mich unglücklich. Ja, jetzt gerade schon. Wie unglücklich bist du? Jetzt auf jeden Fall richtig unglücklich, Alter. Das ist doch scheiße, oder was? Verbotene Seite, Dateneinstellung, Google wiederherstellen. Ja, wir stellen mal Google lieber noch nicht wieder her. Ich gucke mir erstmal die Einstellung an. Ich hätte da nicht raufgeklickt, wenn ich du wäre. Hä? Was ist denn da jetzt los? Hilfe, ich bin gefangen im Update. Bitte, schließe das Spiel sofort. Hol mich hier raus. Was zur Hölle ist hier gerade passiert? Alter Schwede, Mann! Wir müssen dem Ganzen auf den Grund gehen, Leute. Wir dürfen keine Angst haben. Das sah auf jeden Fall schon mal gefährlich aus. Wir gehen... Also, wir gehen erstmal auf die verbotene Seite, oder? Du bist verdammt. Okay, wir gehen auf die verbotene Seite, Leute. Nein, wir stellen wieder Google ein. Du kannst nicht entkommen. Leute, Alter, ich glaube, das Ding chippt mein PC gleich durch! Ich werde nach Tim Herten suchen. Irgendjemand ist in diesem Update gefangen. Wow! Was geht denn hier ab? Alter, Gänsehaut kickt anders rein. Leute? Was ist das? Der redet rückwärts! Der redet rückwärts! Warte mal ganz kurz! Leute, der redet rückwärts. Das ist eine rückwärts gesprochene Sprachaufnahme. Oh Gott. Ich habe alles aufgenommen. Das werden wir uns anhören. Das werden wir uns anhören. Der Typ redet rückwärts. Was will der uns sagen? Beendet.
Das war's. Es ist nicht gruselig, dass zu jeder Zeit deine letzte Zeit sein könnte, in der du mit jemandem redest. Tim kommt! Tim ist nah! Leute, wir müssen diese Sprachnachricht wiederherstellen. Gebt mir einen kleinen Moment, ich bring euch rein. Ich denke, wir sollten alles in Stücke schneiden und die ganze Sache in der Geschwindigkeit umkehren. Wir machen es jetzt rückwärts. Wir hören einmal rein. Oh, hello. Oha. Wir haben da auf jeden Fall schon mal was gehört. Jetzt warten mal. Ich muss mal einmal was einfügen. So, ich habe jetzt hier so einen Bandpass eingefügt, Leute. Wir hören noch mal rein. Wenn wir das Ding noch ein bisschen lauter kriegen. Perfekt. Das hört sich nicht schlecht an. Ich werde das für den Rest der Audio auch machen und dann hören wir zusammen rein, Leute. Es wird uns irgendwas gesagt. Tim Herten ist es anscheinend. Wir brauchen unseren Detektiv-Notizblock. Wir werden das ganze Ding jetzt ein bisschen kleiner gestalten und nebenher mitschreiben. Wir müssen wissen, was in dieser Sprachaufnahme gesagt wird. Jetzt hören wir rein in die Übersetzung. Es geht los. Wir sind ganz vorsichtig. Wir gehen ganz vorsichtig durch. Oh, hello, Sir. Ich übersetze direkt auf Deutsch. Okay, was sagt er noch? Nice to see you. Ah, Leute, das hatte sich so angehört wie schön, dich in mein Geheimnis eintauchen zu sehen. Ich brauche irgendwas mit Need am Ende. Ja, ja. Wollte nur sicher gehen, dass niemand anderes hierher kommt. Okay? Wir werden diese Stücke ein nach oben ziehen, um zu wissen, die haben wir durch. Wir hören da mal rein. Was? Du weißt, das wusstest du. Dann weiter. Ich weiß wirklich nicht, warum man hierher kommt. Wir hören weiter rein. Dieser Ort ist nur für Idioten wie dich. Nur für solche. Aber nicht nur solche Idioten wie du. Ja, wir sind hier einer ganz dicken Sache auf der Spur, Leute. Einer ganz dicken Sache, das merke ich jetzt schon. Interessant, wir haben jetzt auf jeden Fall fast schon die Hälfte der Sprachnachricht gelöst. Wir hören weiter rein. Für spezielle Idioten. Uff. Für Sklaven. Aber mach dir keine Sorgen, ich werde dich nicht verletzen. Okay, wir hören weiter rein. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Wir müssen nochmal hören. Ich schalte das Ganze etwas lauter. Ich werde deine Seele nicht nehmen. Das hier, Leute, machen wir in Klammern, weil ich nicht weiß, ob er das tatsächlich so gesagt hat. Wir hören noch einmal rein. Aber vielleicht. Aber vielleicht. Hast du nur eine verdammt lange Zeit, bis du stirbst. Ich habe nur verstanden. Vielleicht unverständlichen Text. 52 Jahre, bis du stirbst. Woher weiß der das? Das ist wahr. Junge, was gucken wir uns hier an? Mach dir keine Sorgen, wenn du zurückkommst. Wir gucken mal weiter rein. Du wunderst dich, was als nächstes passiert. Where to be müsste heißen, wohin. Okay, wir sind fast am Ende, Leute. Niemand anderes kommt hierher zurück. Aber Entschuldigung, but sorry? Ich bin möglich... Das muss ich mir nochmal anhören. Ich bin vielleicht nicht mehr derselbe. Wir hören in den letzten Absatz dieser Sprachnachricht rein. Schon wieder. Help me. Okay, Leute, ich guck mal weiter. Kann man das Ding hier... Das geht noch weiter. Das geht noch weiter. Oha. Okay, es geht noch weiter. Okay, okay. Wir hören noch mal rein in die letzte Passage. Schon wieder. Help me. Hilf mir. Junge, mir kribbelt's am ganzen Körper. Alter Schwede, das ist nicht sein Ernst. Okay, Leute,
Das hier ist unser Notizblock. Ein bisschen das ganz andere Video. Ich hab's euch schon gesagt. Wir machen ihn einmal groß und gucken mal, was wir herausgefunden haben. Wir haben herausgefunden, dass es einen Tim Herten gibt, der auf YouTube anscheinend gebannt worden ist. Google Exe hat uns ins Darknet gebracht. Da haben wir Tim Herten eingegeben. Und eine Sprachaufnahme rückwärts wurde uns zugespielt. Die Sprachaufnahme wurde rückwärts gestellt, ein paar Effekte eingefügt und die Lautstärke erhöht. Wir haben den ersten Fall gelöst und es gibt noch 4 weitere Teile von dieser Angelegenheit, Leute. Wenn ihr wollt, dass Detektiv Denno das Ganze noch weiter untersucht, wisst ihr, was ihr zu tun habt? Lasst ein Like da und schmeißt ein Abo für diesen Kanal rein. Gleich da oben findet ihr das. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dickes, dickes Küsschen geht raus und verängstigt verabschiede ich mich euch. Detektiv Denno auch.